So, da sind wir auch schon wieder zurück. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Der Umzug ist jetzt endlich fertig, deshalb gibt es jetzt auch wieder die Shop-Videos jeden Tag, genauso wie die normalen Aufgaben. Also, ich werde jetzt wieder für alles da sein. Dann für alle Neuen, erstmal danke, dass ihr da seid. Wir machen auch Custom Games mit Preisgeld, derzeit 20 € bis Jahresende. Also, einfach da mal vorbeischauen und Skin-Verlosung steht definitiv heute an. Hört genau zu. Sie steht heute an. Uhrzeit wird dann wie immer im Stream bekannt gegeben, weil es kommt natürlich darauf an, wie der Tag so bei mir verläuft. Ihr wisst ja, ich habe eine Familie, da kann immer wieder was dazwischen rutschen. Deshalb da bitte Verständnis haben. Wichtig ist vor allem, dass du mir eine Freundschaftsanfrage schickst an yt-family-hack. Hat den ganz einfachen Grund, weil wir müssen 48 Stunden miteinander befreundet sein, damit du auch ein Geschenk von mir erhalten kannst. So, das war das. Und wie gesagt, mit den Custom Games, ich habe ja gesagt, in den Shop-Videos kommen immer die Infos dazu. So sieht das Ganze derzeit aus. Thailand hat 6 Siege und Leo 4, Devzone und etc. etc. 2. Also da ist noch alles offen. Ich habe ja gesagt, bis Silvester werde ich definitiv jetzt mehr streamen. Habt ihr auch gestern schon gesehen. Also wenn ich eine Lücke finde, werde ich auch da sein. Damit natürlich alle noch die Chance haben, da irgendwie was zu reißen. So, dann würde ich sagen, gehen wir auch schon mal direkt rüber in den Shop. Denn da werden wir natürlich dann auch sehen, welchen Skin wir heute verschenken. So, und direkt schon von vorne weg. Ihr könnt euch dann heute, wenn ihr den Skin gewonnen habt, einfach einen Skin von diesen hier aussuchen. Also einen könnt ihr davon haben. Wie gesagt, 800 V-Bucks wert. Und ich denke mal, das ist doch ein bisschen was. Ist halt immer wieder so ein kleines Dankeschön an euch. An die ganzen Donator, an die, die meinen Creator-Code benutzen und. Weil dadurch ist das halt alles möglich. Ich kann auch jetzt meine Kanalmitgliedschaft beantragen, muss aber da nochmal genau rumgucken und muss mir da auch so ein bisschen Konzept ausdenken, welche Vorteile ihr dann habt, wenn ihr Kanalmitglieder seid. So, dann gehen wir aber direkt mal komplett rein in den Shop jetzt, denn wir haben einen komplett neuen Skin. Und der ist nicht schlecht, würde ich sagen. Ist mal wieder ganz anders. Ja, so ein bisschen auf Weltraum. Auch unten, wenn man sich die Füße anguckt. Aber so an sich definitiv nicht schlecht. Hat so ein bisschen was von Avatar, finde ich. So ein bisschen, klar, wegen dem Blau. Also, aber der Rücken ist richtig nice. Also der Rücken passt auch auf gefühlt jeden Weihnachtsskin hinten drauf. Beziehungsweise überall, wo ein bisschen Eis mit drin ist. Also der Rücken ist nice. Ich glaub echt, da sind einige dabei, die holen sich echt nur den Skin wegen dem Rückenaccessoire. Weil das ist wirklich nice. So, dazu gibt es noch die passende Klinge. Ah, gut, die hört sich jetzt nicht so besonders an. Aber so dieser Schweif und alles. Ist auch okay. Für 800 V-Bucks geht das eigentlich. Soll halt eine Pickel darstellen. Ich weiß nicht, warum so Frostschneide. Aber weil der Griff ist typische Pickelverhalten. So, dann haben wir heute nochmal drin der Lebkuchenmann mit dem passenden Rückenaccessoire. Ihr wisst ja, mit den wie viel Stile haben wir? 4? Ja. Einmal lachend, nicht lachend, einmal lachend. Einmal verbrannt, nicht lachend und einmal verbrannt, lachend. So, dasselbe haben wir natürlich dann auch in der weiblichen Variante. Es sind genau dieselben Stile. Also auch lachen, nicht lachen. Ich wusste auch, die lacht erst. Bei dem anderen Skin ist es genau andersrum. Verbrannt, lachend, verkohlt, nicht lachend. So, dann natürlich der Lebkuchen, Mann. Ach so, bei ihm guckt der Böse, der Lebkuchenmann, und bei ihr freundlich. Ja, klar, bei Frauen sind sie natürlich wieder alle glücklich. Man kennt es. So, dazu die passende Pickaxe. Ja, hört sich nett an, aber ich sag ganz ehrlich, wir haben jetzt ein, zwei kostenlose Pickaxe bekommen mit Weihnachtsskin. Also, ich finde, ja, wenn man sie noch nicht hat, ist okay, aber es gibt eigentlich wirklich genug Alternativen. Und dann, oh, der OG. Für mich sind das alles OG-Kleider. Dieses Format mit den Griffen unten, zwei Flügel oben, der Kleider drauf, das sind für mich OG-Kleider.
für 500 V-Bucks kann man eigentlich auch nichts verkehrt machen. Wer sie gerade übrig hat, durch Rettet die Welt oder so, gerne zuschlagen. Und wenn ihr zuschlagt, ihr wisst es ja, kurze Info nochmal, vergesst nicht meinen Creator-Code einzutragen, yt-familyhack, weil wie gesagt, das macht halt alles möglich. Alle Verlosungen, alle Gewinnspiele sind dadurch natürlich finanzierbar. So, genug gebettelt. Dann, wie gesagt, das hier ist heute der Skin, den wir raushauen werden. Einer von den vier könnt ihr euch dann einfach aussuchen. Sagt mir einfach Pyjama oder Schlafanzug oder fröhliche Verfechterin oder die festliche Verfechterin. Also wie gesagt, einen von den vier könnt ihr euch gerne dann aussuchen. So, was hatten wir noch hier drin? Ah, die Traditionsbrecher, also das Rückenaccessoire. Passt natürlich perfekt zum Weihnachtsmann. Wie ihr den bekommt, habe ich natürlich euch auch ein Video jetzt gemacht. Ich sage, ich hole ein bisschen was auf, aber alles muss ich euch ja nicht mehr zeigen, weil ich denke mal, die meisten werden jetzt wissen, was Sache ist. So, dann haben wir noch die schöne Weihnachtstarnung. Also die ist wirklich mal eine Weihnachtstarnung. Die ist vollkommen in Ordnung. Also wer die nicht hat, die lohnt sich. Die kann man auch noch im Sommer spielen. Ja, die ist auf jeden Fall in Ordnung. So, haben wir jetzt alles hier durch. Nicht, dass ich wieder irgendwas vergesse, man kennt mich. So, dann die Zuckerfee ist wieder da. Ja, ist da halt zur Zeit halt alles weihnachtlich, alles so Eis, aber ist trotzdem nice. Ich weiß nicht, ich finde so Skins halt schön. Nicht so menschlich. Deshalb, viele haben auch gesagt, in dem Frostpaket, das Monster ist so hässlich. Ich finde es irgendwie cool. Ah, hier der Skin natürlich auch Weihnachten. Wir dürfen halt alle nicht vergessen, irgendwann ist Weihnachten rum und dann ist es ein auffälliger Skin. Weil wenn der Schnee weg ist, dann haben wir Schneegestöber. Der kleine Galaxy-Verschnitt. Auch nice. Ah, könnt vom Flubber, hä? Sieht halt, ja. Die Hose ist halt echt gewöhnungsbedürftig. Ist nicht wirklich so Galaxy-like, ist eher so, ja, Flubber. Und dann haben wir die rotnäsige Räuberin. Auch OG-Skin. Also, der, eigentlich muss man sich den ja unbedingt kaufen. Weil ist halt ein OG-Skin, ne? Season 1, man kennt es. Dann haben wir Gitarren-Gang. Ist schon nice. Wie gesagt, das ist auch ein Fortbewegungs-Emote, also wenn ihr den benutzt, könnt ihr euch weiter bewegen. Und dann haben wir noch, kommt noch, ja, das ist das, was alle sich über mich denken, ja kommt noch, wir machen 1 gegen 1, gibt kein 1 gegen 1. Dann haben wir Ruf zur Schlacht, auch geschenkt bekommen, Gruß geht da raus. Habe ich zwar nicht heute geschenkt bekommen, aber beim letzten Mal. Wie gesagt, ich freue mich über alles, was ihr mir im Shop holen wollt. Dann haben wir natürlich hier noch das große, große, große Star Wars Paket. Ich schätze mal, es wird heute echt das letzte Mal drin sein, weil ich bin froh, wenn das ganze Kram raus ist. Weil die Lichtschwerter und alles, das ist langsam echt schon nervig. Ich meine, klar, der Skin hier ist echt nicht schlecht. Aber irgendwann ist auch mal gut. So, dann haben wir hier noch, auch danke dafür. Ja, ich meine, wir wissen jetzt alle, was drin ist. Ich glaube, gefühlt schon über eine Woche. Man sieht auch kaum noch einen mit dem Skin rumlaufen. Egal, welcher Star Wars Held das ist. Ein paar noch mit dem Kleider, aber das war's dann eigentlich auch schon wieder. So, dann haben wir hier noch den Verräter. Auch Gruß da an den, der mir das geschenkt hat. Seid mir bitte nicht böse, aber ich kann mir nicht zu jedem Emote noch aufschreiben, von wem das ist. Und, aber sei auf jeden Fall gegrüßt. So, und wie gesagt, vergesst halt nicht, Creator Code eintragen. Dann würde ich sagen, was das jetzt schon mal mit dem Shop. Jetzt gehen wir kurz rüber und rette die Welt. Gucken noch, was da passiert ist, weil V-Bucks-Missionen gibt es leider heute keine. Gibt ja inzwischen doch schon mehr Rette die Welt-Spieler, habe ich schon gehört, gesehen. Und ich hoffe, ihr seid halt wirklich nicht enttäuscht, aber ihr kriegt auf jeden Fall deutlich genug V-Bucks. Also ich habe jetzt geguckt, die Evonix zum Beispiel ist ja ein guter Rettet die Welt YouTuber. Wie viel hat er? Ich glaube, ich will jetzt nichts falsch sagen, 25.000 V-Bucks in 9 Monaten durch nur Missionen machen, tägliche Aufgaben etc. Und dann überlegt, das sind halt 260 Euro, die ihr spart. So. Was haben wir hier? Halt,
Ich würde sagen, wir gehen aber nur kurz rein. Gestern schon die V-Bucks bekommen wieder, deshalb. Ja, Lamas kann man immer gebrauchen. Dann denkt an das Wichtige ist immer, wenn ihr überhaupt kein Fortnite spielen wollt, geht aber wenigstens in Rette die Welt rein, holt euch eure tägliche Belohnung ab, hier die Forschungspunkte immer ausgeben. Und das war's dann eigentlich schon. Das sind wirklich die zwei wichtigsten Sachen, die ihr machen müsst. So, die meisten wollen immer wissen, Lama Herde gibt's heute. Bedeutet. Ah, ist nicht schlecht. Gibt auf jeden Fall gute Überlebende. So, dann haben wir noch als Gegenstände. Ach, Knecht Ruprecht ist drin. Oh, den muss ich mir eigentlich kaufen. Glaube ich. Ich sage, was rettet die Welt betrifft, aber hier auf jeden Fall immer zuschlagen, immer Überlebende holen. Weil ihr werdet vieles davon brauchen. So, die hole ich mir direkt, da könnt ihr nämlich auch nicht genug von haben. So, was war noch, was ich dauernd brauche? Ja, mit Waffen modifizieren und so, da mache ich noch nichts. Da müsst ihr euch bitte bei anderen erkundigen. Auge des Sturms, ja, doch, da muss ich glaube ich auch die Währung holen. Ach nein, die Sache, ja, ihr müsst halt bei Rettet die Welt, gewöhnt euch schon mal dran, reichlich Zeit investieren. So, das war der Shop. Ich hoffe, es hat euch ganz gut gefallen. Wie gesagt, bei Custom Games, Gewinnspielen etc. pp. Einfach ein Abo da lassen, Glocke aktivieren und schon seid ihr auch schon dabei. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch schon einen schönen Tag. Eventuell bis gleich im Livestream und haut rein.